Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns jetzt direkt am Museum Operation Dynamo, so hieß das nämlich damals, die Rettungsaktion der Alliierten. Und ich war selbst noch nicht in diesem Museum drin und ich bin gespannt, was wir da so sehen. Also von daher, lass mal gemeinsam reingehen. So, hier sehen wir direkt eine schwere Flugabwehrkanone. Könnte 10,5 oder 10,8, ich weiß nicht genau, welches Kaliber das ist. Ich kenne mich da nicht so gut mit aus. Natürlich demilitarisiert. Ference ist auch am Start. Mahlzeit. Und man kann hier wirklich ziemlich nah ran und sich die einmal angucken. Aber unser Hauptaugenmerk zielt ja auf das Museum selbst. Da vorne ist der Eingang und wir gucken mal ganz kurz hier auf ein paar Originalbilder. Das ist das Originalbild, hier stehen wir gerade, genau hier. So, wir sind gerade rein. Wir haben 15 Euro für zwei Personen bezahlt und sie hat uns auf Deutsch angesprochen, allerdings nur mit einem Wort. Tschüss, hat sie gesagt. Das ist das einzige Wort, was sie kann. Total sympathisch. Wir sind genauso wenig bewandert mit den französischen Wörtern. Ferris gibt sich allerdings richtig Mühe, das eine oder andere Wort französisch auch zu sprechen. Ich versuche mich immer auf Englisch irgendwie zu verständigen, aber du schaffst das schon, ne? Parlez-vous? Allemand. Parlez-vous allemand? Die Dinger finde ich cool, wenn die Soldaten früher Zeit hatten und aus ihren Munitionsresten Sachen gebaut haben für den alltäglichen Gebrauch oder Waffen oder ähnliches. Genau, das sind, haben sie aus Patronen gebaut, ne? Ja, genau. Ein Messer daraus geschliffen. Patronenhülsen. Krass, ein Haken. Wahrscheinlich Buttermesser irgendwas. Was ich nähen oder ziehen oder irgendwas. Kleines Messerkit. Persönliche Ausrüstungsgegenstände, Dolche, Messer, Seitengewehre, noch mehr persönliche Ausrüstungsgegenstände, Kochgeschirr, eine Uhr, das ist ja gut. Schön, Taschen. Ist das zum Abbinden, wenn du verletzt bist? Feuerzeug. Ach, Feuerzeug. Ach, krass. Ja. Noch mehr persönliche Ausrüstungsgegenstände. Richtig gut. Das müsste ein Stand dann sein. Aus billigstem Blech hergestellt. Einfach Massenware. Und trotzdem tödlich. Wow. Alles original, Leute. Sehr fresher. Ja, guck mal hier. 1914, genau. Das war Erster Weltkrieg und dann immer weiter. Bis dann irgendwann hier Zweiter Weltkrieg 1940. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Zeugs. Und der Helm hat sogar einen abgekriegt. Ja Leute, Museum ist auf jeden Fall gut. Schaut mal hier, ich weiß nicht, ob man sehen kann. Eine Brille. Rasierschaum. Und noch ganz viele andere Sachen, persönliche Ausrüstungsgegenstände. Und hier kann man einen Film gucken. Ein Turret. Vom FT-17. Schaut mal, wie wenig Platz da drin war.
So sah das damals vor dem Krieg aus. Und hier haben wir verschiedene Waffen. Deutsche Waffen. Ist das die Luger P08? Das müsste die Mauser sein, genau, C96. Sogar mit Gewehrgriff. Der Karabiner. Gasmaske. Revolver. Und verschiedene Dolche, Ehrendolche. Und gefällt dir so auf dem ersten Blick? Cool, ist ja? Jetzt schon. Ja, ne? Guck mal hier. Das ist eine Abstimmung. Ja, ganz groß. Und nein, haben sie ganz klein gemacht. Also, viele Chancen, was anderes zu wählen, hatte man damals nicht. Ein Medic ist das? Behelfsmäßiger Bunker. Eine Mütze, verschiedene Gewehre, Munition, Feldgeschirr. Irgendein Renault, glaube ich. Peugeot. Nicht Renault, Peugeot. Maske, belgisch, Helme. So, ihr habt bestimmt Verständnis, dass ich jetzt nicht so viel brabbel wie sonst. Aber wir wollen die Leute hier auch nicht stören. Deswegen zeige ich euch die Exponate jetzt einmal, ohne viel zu sprechen. Projektile. Was ist das hier? Lünette. APX-Scope. Ah, Fernrohr. Zielfernrohr. Vermittlung für Kommunikation. Signalpistole. Haben geholfen, die Leute zu retten, zu evakuieren. Alter Teller, alte Schiffsleuchte, Bullauge und verschiedene andere Flaschen. .130 mm. Die sich an der Evakuierung beteiligt haben.
verschiedene Gewehre, auch Ausrüstungsgegenstände. Schaut mal. Richtig klein. Fernrohr, Revolver. Und hier eine Panzerbüchse. Granaten. War der Motor von einem Truck, der da gefunden wurde. Oder ob wir hier gerade die Möglichkeit haben, das Auto zu filmen. Jo. Schaut mal hier, perfekter Zustand. Exode 1940. Boah, ein Traumzustand, Leute. Zeitgenössisch, so sahen die damals aus. Babys auch. Dann sind die Pferde zusammengebrochen. Der Exodus. So hat sich die Schlinge immer weiter zugezogen. Eine zeitgenössische Skizze. Man hat sich teilweise eingegraben. Teilweise stand man mit vielen Leuten zusammen. Und oben dann die Flieger. Und der gesamte Strand hat hier gebrannt anscheinend. Und hier finden wir ein Diorama. Das sind die Schiffe, die damals die Evakuierung durchgeführt haben. Gab natürlich auch kleine, wie man hier sieht. Also wirklich auch Jollen. Und hier kriegswichtiges Material. Packs, Lastwagen, teilweise ganz nah am Strand. Man hat natürlich auch versucht, irgendwie die Ausrüstung zu finden, beziehungsweise zu retten. Aber da hat man vieles dann auch einfach dagelassen. Ein ganzes Inferno. So, junger Matrose, Französisch. Vom BC Deckel, Flaschen, Gläser. Orden. Martini. Eine Seemine. Deutscher Flieger von der Luftwaffe. Tisch. Muss man sich mal vorstellen, wie das damals gewesen sein muss. So ein Fahrzeug. Französisch, Diorama, ja.
französischer Soldat. Verschiedene Waffen, Ausrüstungsgegenstände. Soldaten, wie sie hinten in den Dünen liegen. Das ist sicherlich mit am spannendsten. Batterien, Gruppier. Da sieht man die Verteidigung. Das sind die Angreifer. Die kommen quasi von hier. Und hier hat man sich dann eingegraben und verteidigt. Noch nicht gesehen. Dieses Maschinengewehr oder Maschinenkanone. Selbst schwere Kaliber hatten sie hier. So, hier haben wir eine Kanone. Schaut mal, die Anstrengung im Gesicht. Jeder, der schon mal eine Strickleiter hochgegangen ist, der weiß, wie anstrengend das ist. Schiff, ein Modell. Vorne die Kanonen, hinten auch nochmal Torpedos und ganz viele Wasserminen, die das Schiff legen konnte. Und so sah Dünkirchen damals aus. Ähnlich wie Moskau, St. Petersburg, Teile von London. Natürlich auch nur Teil von Moskau, Berlin, Hamburg. Ja, das ist Krieg, Leute. Hier haben wir ein deutsches Maschinengewehr, ein Mörser. Das sind Mörsergranaten dazu. Granatwerfer 34 übrigens. Das ist krass. Scheint eine Bordkanone zu sein. Oder eine 2 cm Flak. Ist eine 2 cm Flak. Das ist die Munition dazu. Boah, guck mal, wie viele Menschen. Von einem abgeschossenen Flugzeug, Sternmotor, von einem Bristol, Perseus, Mine. Genau, Glasminen kamen ja auch zum Einsatz, Holzminen und die Springminen, die dreckigen. Alkohol wurde auch immer viel getrunken. Nachvollziehbar, oder? So. Sturmgewehr 44. Das ist schon sehr modern aus, oder? Fire Queens. Boah, was haben wir denn hier?
Festungskanone. Boah. Oben drüber ist eine MG und unten ist die Kanone. Also das war hier für MG und hier unten war die Kanone drin. Brutal. Ja, der Mensch ist erfinderisch, wenn er Leute umbringt oder quält. Damals wie heute. Ich. 32 cm Rakete mit Werferrahmen. Einige Boote von da. Die gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Alles von hier. Die haben wir in Verdun gefunden, diese Flasche. Meine Freunde, also ein bisschen schade, dass ich heute nicht ganz so laut sein kann, aber seht es mir nach. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Meinst du, man kann auch raus oder war es das hier schon? Ich glaube, das war's. Ich war ja gar nicht bis Ende. Okay, ja, dann gucke ich mich mal noch ein bisschen um. So, meine Freunde, also Wetter ist leider nicht mehr ganz so geil, aber wir wollen ja auch nicht draußen bleiben, wir wollen reingehen. Und zwar werden wir heute uns einen riesigen Bunker aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges anschauen, wo V2-Waffen gefertigt wurden und hätten auch abgeschossen werden können nach England. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie das aussah, beziehungsweise immer noch aussieht. Da vorne ist eine riesige Kuppel, die seht ihr hier nochmal wieder. Und da gehen wir jetzt rein, sofern wir denn noch reingelassen werden. Und schaut mal, das Wetter nicht ganz so rosig. So, wir drücken uns mal die Daumen, ne? Bis gleich. Hier finden wir schon direkt eine V1. Und die gab es in verschiedenen Ausführungen. Das hier ist eine, die bewandt werden konnte. So, und so sollte das damals aussehen. Das ist die Kuppel. Und unten sollten die V2-Waffen gebaut werden und dann nach außen gebracht werden und auf England geschickt werden. Und hier kamen die Einzelteile an. Und wir gehen, denke ich mal, direkt los. Ich glaube, ich war schon 3 oder 4 Mal da. Und Ferenc ist das erste Mal da und ich denke, der wird auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Also von daher gehen wir da mal rein. So, also, wir haben jetzt gerade einen Audio-Guide bekommen. Der ist kostenfrei übrigens. Ich glaube, 15 Euro hat er bezahlt. Und wir gehen jetzt hier über einen der Eingänge, wo damals die Munition bzw. Fertigteile angekommen sind, dann auch in das Bauwerk reingebracht wurde. Und ich zeige euch mal, was wir gerade sehen. Da oben ist die Kuppel und hier wurden die V2-Teile per Zug angebracht oder angeliefert. Und da gehen wir jetzt rein. So, wir sind ein bisschen spät dran. 45 Minuten haben wir fürs gesamte Bauwerk. Hier haben sie uns aber gerade noch reingelassen. Im Blockhaus der Epalex leider nicht mehr. Und hier ist es sicherlich direkt mit am spannendsten für uns. Aber kommen wir leider nicht rein. Ja, und das ist natürlich immer wieder besonders. Das ist Betonarbeiten aus dem Dritten Reich.
hier kann man wirklich die Geschichte auch spüren. Es gibt immer diese Abzweigungen. Hier zum Beispiel war ein Generator drin, beziehungsweise hätte einer drin sein sollen. Zeitzeugenberichte. Und hier steht sogar noch die Dampfmaschine drin. Das ist schon besonders, Leute. Sogar noch originale Dokumente. Für ein Geräusch gemacht haben muss. Schneider. So, das ist neu, das kenne ich noch nicht. Das wird gerade aufgebaut. Kann man aber leider noch nicht rein. Das scheint auch neu zu sein hier. Eine Ausstellung über die Entstehung. Aber ich möchte euch das Gebäude zeigen. Oh, das ist auch neu. Leute, es ist auf jeden Fall seit meinem letzten Besuch einiges passiert. Und hier, schaut mal, die Anlage ist ja nie fertiggestellt worden. Die wurden an einem Tag mit sogenannten Tallboy-Bomben bombardiert. Und einer davon ist direkt neben der Kuppel eingeschlagen und hat so großen Schaden angerichtet, dass man sie nicht weiterbauen konnte. Und schaut mal. Das ist schon bemerkenswert. Aber hier geht es dann Richtung Aufzug, ne? Mhm, korrekt. Wo will ich noch auch die Geheimwaffen? Mit den Geheimwaffen? Ja. Was für Geheimwaffen? Wir haben noch einmal den Rundgang Leben unter der Besatzung und einmal der Rundgang die Geheimwaffen. Ah, okay. Ah, vielleicht gibt es ja jetzt eine Ausstellung, die spannend ist, weil die letzte war tatsächlich nicht spannend. Aber das finde ich zum Beispiel spannend. Ein Pfeiler aus der damaligen Zeit. Genauso wie hier diese Bauwerksabstützung. Interessant wäre sowas natürlich immer zu begehen. Ja, interessant wäre sowas natürlich immer zu begehen, wenn man exklusiv Zutritt zu den abgesperrten Bereichen hat. Naja, vielleicht ist der Kanal irgendwann mal so groß, dass wir die Möglichkeit haben, da hinten reinzugehen. Schaut mal. Genau das sind die Bereiche, wo wir gerne reingehen würden. Oder hier. Und ja, hier ist wirklich die Tropfsteinhöhle. Schaut mal den Boden an. Und da ist der Aufzug. Und von oben melden wir uns dann nochmal wieder. So, meine Freunde, also wir sind jetzt direkt in der Kuppel drin. Man sieht's auch. Man kann die Struktur gut erkennen. Und hier hängt direkt unter der Ecke eine V2. Und da sieht man einfach, wie groß die ist. Und das Ding ist wirklich abgehoben. Und das vor über 80 Jahren, Leute. Muss man sich einfach mal vorstellen, das ist Hochtechnologie und schon über 80 Jahre alt. Ja, und da einmal der Blick. Das ist aber ganz schön groß. Ja, ne? Und das ist hier die Atombombe in der Originalgröße im Vergleich. Echt? Ja. Mickrig dagegen, ne? Aber die Sprengkraft ist um ein x-faches höher. Ja. Und hier ist die V1 da unten. Als klassische Rakete bzw. Marschflugkörper. Wir gehen einfach runter, oder? Ja, wir gehen direkt runter, würde ich sagen. So, also auch hier ultra freundlich. Er hat uns gefragt, ob wir schon mal hier waren und was wir gerne sehen möchten. Dass es zwei Ausstellungen aktuell gibt. Einmal die Geheimwaffen und einmal die Besatzungszeit der Nazis in Frankreich.
Und wir haben uns aber erstmal entschlossen, hier das Museum auf eigene Faust zu erkunden. Und dann vielleicht das hier ist sogar ein Hakenkreuz drauf, krass. Scheint also original zu sein. Das Video über die Geheimwaffen haben wir uns überlegt anzuschauen. Ein Triebwerk von der V2. Schaut euch das mal an. Das ist hier die Brennkammer. Und dann kam hier der Schub raus. Hier. Und über diese Hochdruckpumpen, da sind sie. Das sind zwei Hochdruckpumpen. Wurde dann der Treibstoff mit einem extremen Druck in die Brennkammern eingespeist. Hier über diese Rohre. Hier wurde es aufgeteilt und dann zur Zündung gebracht. Und das, wie gesagt, vor über 80 Jahren hat man dieses Triebwerk gebaut. Sieht nicht schwierig aus, sieht nicht komplex aus, aber man muss ja erstmal draufkommen, oder? Das ist schon krass. Hier gibt es auch ein Video dazu. 3D-Video. Hier haben wir nochmal die V1, also mehrere sind hier. Oh, das ist nochmal die V2 hier an der Decke. Boah. Und hier haben wir die V1. Und können sogar reingucken, aber auch das ist damalige Hochtechnologie. Das ist ja das Pulsstrahltriebwerk. Das hat quasi immer in Etappen gezündet. Bop, 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 bop. Und wurde dann immer schneller und brauchte eine gewisse Startgeschwindigkeit, damit es überhaupt funktionierte. Deswegen hat man die über Meiler bzw. über Startschlitten abgeschossen mit Druckluft. So, eine Tonne Sprengstoff. Der ist hier im vorderen Bereich. Hier hat man den Wegmesser. Das ist so eine kleine Propeller. Anhand der Umdrehungen konnte man dann errechnen, wie weit sie geflogen ist. Treibstoff wahrscheinlich. Nee, das müsste eigentlich Pressluftbehälter. Okay, Pressluft. Und machen wir den Treibstoff. Kraftstoff-Endfilter müsste auch hier mit drin gewesen sein. Eins von den beiden. Ja. Also spannendes Teil, eine Tonne Sprengkraft bedeutet, ihr müsst euch vorstellen, was das Ding gewogen hat. Und dieses kleine Triebwerk hat es dann angetrieben. Hier ist, glaube ich, ein Kino. Ja, hier ist ein Kino. Schaut euch das mal an. Hier sieht man auch ganz gut die Krümmung der Kuppel. Hier nochmal die zweite. So viele Menschen sind durch diese Atombombe umgekommen. So ein Transportschlitten für die V2. Da wurde die aufgelegt. Und das hier müsste das Blockhaus der Perleckes sein, genau. Da wollten wir gerade hin, sind leider nicht mehr reingekommen. Und deswegen sind wir jetzt hier. Und da freue ich mich morgen schon sehr drauf. Das ist La Coupole. Wir sind jetzt genau hier in dieser Kuppel.
und waren gerade hier unten drin. Da hätten damals die V2 aufgebaut werden sollen und sind hier durch so einen Eisenbahntunnel reingekommen. Das sind diese ganzen Fertigungshallen hier. Riesig, oder? Und dann werden hier nach Endfertigung rausgefahren worden. Zwei Startplätze gab es und jede Stunde eine Rakete ungefähr. Das war damals das Ziel. Und dann auf London. Syrakurt, da war ich auch noch nicht, aber habe ich auch noch auf dem Plan. Möchte ich auch gerne noch hin. Und da gehen wir hin. Und da Mimo Jekes gehen wir hin. Das ist die V3, die sogenannte Pumpenkanone. Erzähle ich euch aber dann, wenn wir da sind, ein bisschen mehr zu. Und hier haben wir noch eine V2 auf dem Meilerwagen. In diesem Bereich haben wir, der Werner von Braun wurde ja dann von den Amerikanern eingesammelt, nenne ich es mal. Und hat dann an dem Apollo-Mondprogramm mitgearbeitet und ist auch dafür verantwortlich, dass der erste Mann zum Mond geflogen ist. Wenn man denn daran glaubt. Und schaut mal, die Entwicklung der Rakete. Muss richtig weit zurückgehen, damit man die Größe noch draufkriegt. Oder hier, das ist die Apollo-Rakete. Riesig, das hat nichts mehr mit der Größe von der V2 zu tun, obwohl ich schon groß war. So, Leute, also ich, wie gesagt, ich war jetzt glaube ich schon 3 oder 4 Mal hier, aber mit dir zusammen macht es mir am meisten Spaß. Wir wollen die Treppe. Da. Und wir gucken uns jetzt den Film an. Bis gleich. So, meine Freunde, also ihr hört es im Hintergrund, der Besuch ist beendet. Okay, da kommen wir ja. Ich dachte, wir hätten noch mal die Möglichkeit, uns ein bisschen hier umzuschauen, aber die Zeiten sind leider vorbei. Ja, meine Freunde, ich weiß nicht, ob wir das Video hier beenden oder ob es gleich noch weitergeht. Bleibt auf jeden Fall erstmal dran und dann sage ich bis gleich.